Ja, hallo und somit herzlich willkommen zurück bei The Spectrum Retreat. Leider ist mir da ein kleiner Fehler unterlaufen. Die Aufnahme wurde nicht richtig gestartet. Also sprich, fehlen ein paar Minuten, wenige Minuten. Es ist nicht wirklich viel passiert. Wir sind wieder zurück in unser Zimmer, haben geschlafen. Der Morgen ist erneut angebrochen. Alles wie immer eigentlich, bloß die Stimmung war etwas anders bei den Leuten des Personals. Wir sind im Restaurant jetzt gerade, sitzen am Tisch und vor uns ist eine Gestalt aufgetaucht, die mit uns reden möchte. Von daher haben wir nicht viel verpasst. It's our fault. We are to blame and no one else. We failed Robin. To lose the house. We've already lost our son. Why are you doing this? We're going to lose everything if you don't come back. But don't you understand? You can't put this right. What are you doing? Alex, Alex, hold on. Alex. Oh, thank God. Oh, I thought I'd lost you. I know the memories hurt. I know you probably want to forget, but there's one last thing I need you to remember. I need you to know why you were put in here. Oh, come on. We've come this far. Get to floor four and we'll see what you're up against this time. Okay, was passiert hier? Wir haben unseren Sohn schon verloren. Ist Robin etwa tot? Und wieso diese Zuggeräusche? Wollte ich mich vor den Zug stürzen? You know the drill by now. Take the elevator to the fourth floor. Und was ist da genau passiert? Lebe ich hier überhaupt noch? Ist das alles nur ein Traum? Sind das wir? Next stop, the fourth floor. Go on, take the lift and we'll see what's next. Wait. Was sind das für Bilder? Assassin's Creed Ezio? Nee, Spaß. Okay, die wiederholen sich wieder. Dann auf in den vierten Stock. Where you need to go. It'd be good if you could get along there. Say now. Alles gut. Läuft ja alles nach Plan, wie es aussieht. Oh, we're nearly there, Alex. We're gonna make this right. Komm schon, bitte nicht jetzt irgendwie zum Horrorspiel mutieren. Darauf hätte ich jetzt keine Lust. Irgendwo klingelt ein Telefon.
Die Musik weckt nicht gerade ein gutes Gefühl in mir. These memories of yours, I don't know how they're seeping out of the access points. Just find the next one. Would you Something stop? Else goes wrong. I'm sorry I'm late. This damn couple today, they're gonna lose their kid. You think you got problems? Would you just give it a... What the hell was that? Is someone else there? Hello? Readings are going crazy. Something nearby, it's another QA access key, but it's making my displays go crazy. Okay, wenn ich das richtig verstehe, ist das hier der Arzt, der unseren Sohn helfen sollte oder irgendwie so etwas. Und Alex sind ja wir. Whatever you're looking at, it's throwing up error messages for me. See if there's anything else in the room. Ja, eine Metrokarte. 3, 2, 1, 1, 2, 3, 3. The reader's perspective. That's a book from the library. The hotel has the library. Find it. I'll try and find the details about this book on the system. Chapter 4. Through the double circle. Okay, jetzt geht's also in die Bibliothek. Finally, in the library. wenn ich wüsste, wo der Fahrstuhl nochmals wäre. Nicht hier. Dieses Hotel ist so verwirrend. Okay, mal schauen. Gleich wie zu. Gut. Die war unten. Was werden wir dort herausfinden? War sie unten? Doch. Doch, doch. Ich glaube hier. Yes. There, got it. The book is called The Reader's Perspective. Does that mean anything to you? Holy moly. Jetzt ist wieder irgendwas.
Karl. Hä? Wieso? Hi. If you are looking for something specific, perhaps I can help. Ja. Kannst du mir sicherlich helfen, wo ich ein bestimmtes Buch finde? Wieso kann man hier durchschauen? Oh, I didn't expect to see you here. Alles so schön, aber die Bücher sehen echt beschissen aus. Scan-Protokoll 6-9. Mitarbeiter 237, Eintrag 95. Die Untersuchung hat nun... Die Untersuchung hat nun auch meine Abteilung erreicht. Der Skandal hat Beine bekommen. Ich weiß nicht genau, wie weitreichend das Problem ist. Aber ich habe nicht fahrlässig gehandelt. Bei Spectrum stimmt so einiges nicht. Wie immer bei Firmen, die so rapide gewachsen sind. Keine Ahnung, wie wir es schaffen sollen, jeden einzelnen Nutzer persönlich zu überwachen und seine Sicherheit und sein mentales Wohlbefinden zu gewährleisten. Tatsache ist, das Einzige, was wir tun können, ist... Try the last one again. Maybe it's pointing to something behind what it's looking at. Tatsache ist, das Einzige, was wir tun können, ist, unsere Algorithmen nach Ausreißern durchzukämmen. Die Möglichkeit der Angestellten, einen Nutzer während einer Sitzung zu beobachten und mit ihm zu interagieren, sollte und wird eingeschränkt sein. Allerdings war die Entscheidung, in der Beta unbegrenzte Besitzungen zuzulassen, sicher ein wenig übertrieben. Aber wer auf Nummer sicher geht, wächst nicht so schnell. Schätze ich. Und dabei können schon mal Fehler passieren. Also sprich, die Mitarbeiter sind eigentlich nur hier, um uns zu beobachten. Das ist alles. Here you will find perhaps the most silent space in the Penrose. Ja, bis jetzt sieht's auch so aus. Okay, ich denke mal, es hat was mit den Büchern auf den Tischen zu tun. Da die ausgearbeitet sind. Well, hello. Are you looking for something? Eigentlich schon. Danke, dass du mir nicht hilfst. The library has all guests in the library, just like the Penrose itself. Gut, ich werde leise sein. Alles, was euch lieb ist. Penrose, das sehe ich mir gleich mal an. 7/9. Employee 237, Entry 111. Wieso auch immer das jetzt auf Englisch ist. Achtung, jetzt kommen meine Englischkünste. I'm convinced that there's a value to be found in what we do. Escapism has always existed, in one form or other. We just do it better than anyone else. I have doubts the sort of clients we've attracted, they're not all looking for a break from work. There's a danger here that some people are using this to hide from very real issues. The regulations around client acceptance should help, but there's still people in there from earlier. The data purge that followed the scandal means that, in all honesty, we don't know a lot about some of the people that are in there right now. We need to do better. Also, nicht alle Kunden
wollen eine Pause von der Arbeit. Manche Leute benutzen das ganze Projekt hier, um sich von realen Problemen zu verstecken. Also wahrscheinlich so wie wir. Wir verstecken uns vom Problem mit unserer Familie. Muss ich das jetzt alles lesen? Oh Mann. The Penrose is a world-class Art Deco inspired five-star hotel. I'll be damned. It was there all along. Catered in London, England. Was? Alec. What are you doing? It is exceedingly unusual for our guests oh to my be God. So interested in the history of this retreat. Most irregular, you might say. Holy shit. Ich hab gar nicht zugehört, was du gesagt shit, hast. Shit, we don't have much longer. Between the guard programs and whatever's happening to you, I don't think we can hide what we're doing anymore. Get to the floor 4 access point quickly. So ein verdammtes Arschloch. Also was, wir haben jetzt den Code. Ist das 2021? Kann das sein? Egal, ich will hier weg. Alter, das Spiel ist so fies. Holy moly. Darauf war ich jetzt nicht gefasst. Egal, ich hinterfrage jetzt nichts mehr. Ich will bloß in die 4. Etage. Nochmals. Und weiterfahren. Und auf die Spur kommen, was hier überhaupt abgeht. Warne dich. Wenn nochmal so ein Jumpscare kommt. Nein, danke. Ja, nice, jetzt noch mit Geflacker. Please, Alec, we're so nearly there. You're so close to understanding how gravely you've been wronged. Stay focused. This is how we'll get you out there. Stealing knives. 2021. Die Zukunft. Authentifizierungsaufgabe 401. What? What? Nicht jetzt noch sowas. Holy smokes. Sind wir jetzt wieder richtig gedreht? Oh mein Gott. Es wird ja immer schlimmer. Vote Crow.
Crow. Der Zeitungsartikel blau. Rot. Hier können wir uns hin teleportieren. Okay, jetzt sind wir eigentlich an der Decke. Wo ist der blaue Klotz da unten? Boom. Aber wir haben es geschafft, die erste Aufgabe. Kann ja nur noch besser werden. Okay, rot. Abgrund, rot. Ist das denn? Nee, das ist ein Abgrund. Das bringt uns gar nichts. Holy smokes. Ich check nichts mehr. Wait. No. Was? Ey, ich check nichts mehr. Okay, jetzt sind wir wieder richtig gut. What the fuck? Liebe Maddie, wie bereits besprochen, muss ich Ihnen zu meinem größten Bedauern mitteilen, dass wir aufgrund des Mangels an positiven Ergebnissen nach unseren umfassenden Untersuchungen bei Robin keinerlei Alternativen mehr sehen. Ihr Versicherungstarif erstreckt sich nicht auf experimentelle risikofreie Behandlungen und ohne ein einziges positives Ergebnis kann ich diesen Fall nicht zur Dringlichkeit erklären. Wir werden auch weiterhin Untersuchungen durchführen und alles tun, was in unserer Macht steht, um sicherzustellen, dass diese Entscheidung nicht endgültig ist. Leider muss ich Sie und Ihre Familie nun bitten, sich auf das Schlimmste und somit eine zweifellos äußerst emotionale und schmerzliche Phase in Ihrem Leben gefasst zu machen. Das heißt, Robin hat dann wohl leider nicht überlebt. Schätze ich mal, zumindest. Nee, komm, lassen wir mal. Ich würde sagen, das war's für diese Folge. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ja, ihr seht ja selbst, was das hier ist. Ich check nichts mehr. Gut, mal schauen, wie es weitergeht nächstes Mal. Bis dahin. Bis zum nächsten Mal bei The Spectrum Retreat. Tschüss.